Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Crafter. Ich bin mal wieder fleißig unterwegs durch, ich hätte jetzt fast gesagt, die Portale. Ja, ein Biom in der Wüste habe ich schon komplett abgearbeitet. Und hier habe ich das erste Wrack, was ich gefunden habe, auch schon erledigt. Ja, ich dachte, ich hole euch mal mit rein. Ich bin mir nämlich überhaupt nicht sicher, ob wir in dem hier schon mal waren. Und das ist auch recht verschachtelt. Ich glaube, ich bin hier auch schon zwei, dreimal wieder zurück und habe ausgeladen. Also es stehen doch tatsächlich schon wieder vier Lootschränke. So, ja. Den Kollegen da hinten, den habe ich leer. Da bin ich schon mal rum. Jetzt wollte ich hier nochmal zwischendurch. Ich habe festgestellt, den meisten Loot oder den besten Loot findest du tatsächlich in den Kisten, die so in der Weltgeschichte rumstehen. Und hier haben sie nichts versteckt. Das ist ja interessant. Den Kollegen haben wir noch gar nicht gesehen. Oh. Da haben wir noch eine Kiste. Ja, seht ihr. Da können wir jetzt ja damit anfangen, dann brauche ich die jetzt nicht mehr einstecken. 600 Token für uns. So, gucken wir mal weiter. Also ich habe schon ein zweites Wrack entdeckt, bin aber noch nicht rein. Oder doch? Doch, ein war ich glaube ich bis einmal Taschen voll und ich hatte dann noch keine Brennstoffzelle dabei. Jetzt habe ich nur ein bisschen die Orientierung hier verloren. Aber das ist ja nichts Neues. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Hier bin ich meiner Meinung nach schon gewesen. Nur diesen hellen Berg, den habe ich noch nicht entdeckt. Aber wir müssen hier wieder auf dem richtigen Weg sein. So, wo habe ich die? Genau, hier. Da habe ich schon zwischengelagert. Das können wir jetzt nochmal mit einpacken. Da müsste hier oben noch eine sein. Cool. Jetzt mal auch wieder mit Quatsch drin. Dann haben wir hier das zweite Wrack. Ein drittes habe ich dann aber nicht mehr gefunden. Was ich jetzt mal gerne machen würde, es müsste ja... Gut, im dümmsten Fall muss ich jetzt eine Plattform bauen, aber wir probieren es mal erstmal so. Okay. Da, nein. Wie? Was soll das? Spiel? Wenn eine Nummer höher, klappt das jetzt? Dann klebst mich an die Füße. Achso. Nee, hier war ich noch nicht drin. Da habe ich mich versehen jetzt. Daran hätte ich mich erinnert. Ja, da bin ich in den letzten Folgen nur wenig hier. Wenig hier unterwegs waren, nochmal 500. Denke ich mir, dass man das ruhig mal wieder machen kann. Och, das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Ja, und dass er endlich mal wieder ein anderes Biom ist. Ich hatte zuletzt ja immer dieses... Ja, mit diesen komischen gelben. Ja, Blumen weiß ich nicht. 5000er dabei, sehr schön. So, den Blödsinn mal erstmal hier. Korallen, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe.
Ich guck jedes Mal, ob sich hier hinter noch was versteckt. Bisher hatte ich nicht einmal Glück damit. Aber wir bleiben hartnäckig. Hi. Ja, dann seht ihr oben 4,04 TTI inzwischen. Das heißt, so langsam werden die 5er mal Thema. Wird die 5-0 mal Thema, entschuldigt. Das kann ich ja. Okay. Alter. So, 100, 100, 100. Alles klar. Ist hier auch noch was drin? Nö. Warum habe ich die nicht abgebaut? 100, 1000. Alles klar. Sehr schön. Ja, aber wie gesagt, ich habe feststellen müssen, dass selbst wenn wir diese Brennstoffzellen verkaufen, da komme ich mit einer reinen Raketenfüllung auch mal gerade auf unter 2000. So, 100, 100 und 1000, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Tja, dann kannst du mal die Lirma-Geschichten hier lassen, die Sicherung will ich haben. Warze will ich haben, Shangar, da. Alles klärchen. Gen haben wir auch noch genug, nehme ich jetzt nicht mit. Gut, ihr seht ja den Loot jetzt. Ich werde dann zwischen den Folgen den ganzen Kram hier natürlich wieder rausholen, so wie ich es immer gemacht habe. Okay, das war schon Bewässerung kritisch. Das ist nicht weiter dramatisch, weil auf dieser Map gibt es ja Wasser. Aber das kommt jetzt auch zügig. Gut, dann machen wir uns zurück. Dann zeige ich euch das, was ich bislang alles schon eingesammelt habe, auch das andere Portal. So. So haben wollen würde, dann hätte ich gesagt, ich baue den ganzen Schmetterlingskram und Baumkram hier wieder weg. Naja. Gut, ihr seht, es sind wieder 4 Schränke. Ich glaube, der hier müsste noch, genau, der ist noch leer. Fangen wir hier mal an. Und zwar würde ich mir hier gerne direkt die Sicherung hier rausholen. Dann 100, 1000, 1500. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 600. Eins, zwei, 2000. Und hier nochmal 1500. Wen habe ich hier übersehen? Noch ein 500er. Und da 100, 200, 300, 400, hier 1400, 1900, 2400, 2900. Da
hätte die Rakete zweimal verfliegen müssen. So. Ja, was wir dann auch noch gefunden haben, ist hier eine neue goldene Statue, die wir nicht hatten. Die war ganz normal in einer von den blauen Kisten drin. In dem Biom, in dem wir gerade waren. Da war ich selbst etwas überrascht. So, sind hier noch Sicherungen drin? Nein. Und hier auch nicht mehr. Ist klar. Dann die Sachen hier schon mal reinschmeißen. Hol dir was ab. Mach doch mal leer. Ist klar. Alter, das wird ja immer schlimmer. Ey. Gut, dass wir die 5-0 bald erreicht haben. Ich glaube, viel länger hält man das hier nicht aus. So, das sind 10.000, 10.600 extra. Und wir haben jetzt aktuell 354.000. Kann sich ja soweit sehen lassen. Aber wie gesagt, für das eine Ende brauchen wir 500.000. Daran arbeite ich hier zwischen den Folgen ordentlich, würde ich behaupten. Mal das raus, was er wahrscheinlich noch verteilen wird. Das stecke ich selber, packe ich selber weg. Der kann wahrscheinlich vernichtet werden, gucken wir uns an. Da muss ich jetzt tatsächlich noch eine vierte Vitrine bauen oder wir schreddern mal einen von denen, die wir doppelt haben. Die vierte Vitrine passt mir da eigentlich nicht wirklich ins Programm. Also ich glaube, die und die werden auch noch verteilt. Halt, da war noch ein Meter gehen. Er klickt. Nee, die Vierer offensichtlich schon nicht mehr. So. Ja, dann würde ich sagen, hier die Raketen da oben, da haben wir so viele von. Dann packen wir den da jetzt rein. Ich hätte ihn zwar gerne in die Mitte gehabt, aber ist egal. So, und hier würde ich jetzt ganz einfach sagen, komm. Was soll ich damit doppelt? Arrivederci. Moment, wir haben zweimal Hauptmuster und einmal Luminizenz. Zack, zack. 7 haben wir auch schon. Okay. Na gut. Ja, auch die üblichen Verdächtigen. Okay. Ich sage, machen wir noch ein bisschen Nahrungsmittelverschwendung. Und dann prügeln wir uns dann nochmal hin. Ja, das ist schade. Das Fundament kann ich bauen, aber keinen Vorratsschrank. Muss ich nochmal ausprobieren, woran das gelegen haben könnte. Vielleicht muss ich auch so eine. Hier ist auch schon eine Bühne bauen. So eine Schnüffelbox. Hier oben war ich nämlich noch nicht. Mal 100, nochmal 1000.
Katze, könntest du eben warten, bis das Video zu Ende ist? Oder die Aufnahme? Nee? Schade. Ich denke schon, dass du dich nur in 4 Minuten gedulden kannst. So, irgendwie... Wo bin ich falsch abgebogen? Ja, gut. Nehmen wir den Weg, den ich kenne. Hi. So, weiter geht's. Hier war ja erstmal nur Kasperkram drin, genau. Jetzt sagen wir, fangen auch. Wir gehen gleich rechts rum. So groß war der Kollege ja nicht. Hatte ich hier überall nur Quatsch drin? Na gut, viel scheint es dann ja nicht mehr zu sein. Da war der Reaktor. Bin mir nicht sicher, ob es nur eine Tür gibt. Ja, hier ist Totentanz. Dann machen wir mal den hier. Auch wenn mir aufgefallen ist, dass ich die fast gar nicht sehe. Da auch. Da warst du und hier ging es eigentlich nicht weiter. Nein. Und da ist schon wieder der Zugang. Na gut. Sagen, lassen wir uns für die Folge gut sein mit dem Wrack hier. Das ist die Sackgasse. Ja, ich hole den Rest, was ja nun überwiegend nur noch Eisen und Fackeln sind, das hole ich da noch raus. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie weit ich uns jetzt zur nächsten morgigen Folge nochmal wieder vorspiele. In Bezug auf 5 TTI und 500.000 Teratogen. Oh, ganz ehrlich. Es wird wirklich Zeit, dass wir das erreichen. Ich krieg die Performance hier. Ich habe jetzt so viel gebaut, dass du die Performance ja gar nicht mehr in den Griff. So, wie gesagt, die Dinge, die auf jeden Fall noch verteilt werden. Pflanzen bin ich mir nicht sicher, da müsste eigentlich noch Platz sein. Gut, dann würde ich aber behaupten, für diese Folge machen wir Feierabend.
Ich bedanke mich recht herzlich für euer Interesse. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin.